Hast noch Lust? Ja. Okay. Dann bin ich jetzt wieder dran. Ja, du bist wieder dran. Okay, dann auf die Plätze. Fertig. Und los. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley mit Jetta und Misa. Moin. Und weiter geht die wilde Fahrt. Talk 14. Ja, der Frühling ist schon fast wieder vorbei. Oh, Königin der Soße. Kartoffelpuffer. Wir können jetzt Kartoffelpuffer machen. Ja, der Blumenkohl ist erledigt. Ich nehme mir mal einen. Mach das. Achso, ich kann mich erstmal um die Tiere Mein kümmern. Schatz, du brauchst aber noch einen. Was? Wofür? Du brauchst ja einen für die Dingsen, fürs Zentrum, ne? Ja. Und eine brauchst du für Dingsen, für. Oh Gott, wer war denn das jetzt? Penny oder so? Kann sein. Ich weiß nicht. Das hat immer noch nicht. Okay. Wer möchte den Blumenpool haben? OMG! Querbeschützen, Nutzpflanzenforschung. Der möchte eine Melone haben. Fang den Tintenfisch, Robins bitte. 10 Stück Hartholz. Bekommen wir es an Judys bitte. Judy möchte. Wer war denn Judy nochmal? Judy, Oh. Judy. War das nicht von Sam die Mama? Judy? Warum haben wir jetzt eine Ente? Weil wir jetzt Enten haben. Oh, das braune Huhn ist groß. Unsere Ziegen sind jetzt auch groß. Also können wir auch gleich Ziegen melden. Ja, dann kann ich das nämlich gleich mitnehmen. Achso, hatte ich jetzt eigentlich die Hühner gefüttert? Das ist gar nicht. Und ich brauche gleich noch Blumenkohl. Blumenkohl und Ziegenmilch muss ich mitnehmen. Und mal kurz schnell reingucken. Okay, hatte ich. Gut. Chichi, also Chichi warten wir, dass sie groß wird, richtig? Ja. Nein, ich will es nicht essen. Ich will es in die Kiste packen. Und noch irgendwas fertig? Nö. Achso, wir müssen aber sowieso noch mal rein. Ich habe ja nur die ganzen Mist mit hier. Das, das, So. das, das. So. Kurz Eierchen reinpacken. Das habe ich mir auch vergessen. Muss ich mal kurz auf Misa warten und die Ziegenmilch. Ja. Nehme ich mir noch Ach einen so, Blumenkohl ist Blumenkohl drin. mit. Einen Hast du schon die Kühe und so gestreichelt? Ja, du musst nur noch melden. Ich bin hier nur am Melken, Achso. aber nur am Melken. Das dann schon mal irgendwas da reinpacken. Nö, die einzige ist noch nicht. Okay. Gut. Hauptsache, ich habe eine Ziegenmilch. Ja, eine Ziegenmilch haben wir. Jetzt machen wir Ziegenkäse draus. Nein, eine Ziegenmilch brauche ich. Schatz, wann vertraust du mir endlich? Gar nicht. Danke. Bitte. Hoffentlich brauche ich keine große Ziegenmilch. Hoffe ich auch, aber Ziegenmilch ist Ziegenmilch. Oh.
Hoffen wir mal. So, so. Zu wem soll ich jetzt gehen? Zu Penny, ne? Ich glaube, Penny war das, ja. Eine Blume. Nehmen wir mit. Und nochmal 30 Gold. Eine Melone für Dimitrios. Die können wir erst im Sommer machen. Aber wir können jetzt schon mal eins abschießen. Das ist doch schon mal hervorragend. Ach ne, Judy. Judy. Ja. Wer war denn Judy nochmal? Ein Super. Bündel abgeschossen. Und was gibt's? Oh, Geschwindigkeitswachstum. Super. Ach, eine große Ziegenmilch. Aber ich kann eigentlich. Judy. Oh nein, sag mir jetzt nicht, das ist diese alte Eremitin da unten bei der Farm. Weiß ich nicht. Ist das Judy? Robin? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist Judy. Evelyn? Pierre? Nee, das ist die mit dem langen Zopf, aber ich weiß gerade nicht, wo die, ehrlich gesagt, wohnt. Oder ist das die Mama von Sam? Ist das Judy? Ich bin der Meinung, das ist die, die hier alleine wohnt. Nee, Lea heißt die. Wer ist denn jetzt Judy, Mann? Hallo? Hallo? Niemand da? Emily und Harley. Doch, Judy ist die Mutter von Sam. Tatsache. Das wusste ich doch, aber die ist nicht da. Keine Ahnung, wo die gerade rumhängt. Ist sie nicht die Kindergärtnerin oder so? Oder die, die auf die Kinder aufpasst? Nee, die sind doch immer bei Günther. Judy, bist du denn? Ach, hier ist Judy, bei Pierre. Oh, ich muss mich ganz nach Pierre laufen. Warte, Judy. Sie kommt gerade wieder raus bei Pierre. Ich verfolge sie. Ich bin da. Judy. Nein! Was machst du denn? Ich hab doch auf Geschenk gedrückt. Oh, verfolg du diese weiter? Sie läuft weg. Ich kann sie nicht mehr aufhalten. Jetzt läuft sie auch noch schneller. Jetzt rennt sie nach Hause. Warum? Ja, wenn man muss, dann muss man aufs Klo. So. Ich weiß ja, wo sie wohnt, also. Passt schon. Ja. Mehr kann ich dir jetzt nicht helfen. Sie ist einfach ganz schnell weggelaufen. Hey, Manni. Na, du? Gibt's was Neues in den Büschen? Nein, ich will diesen blöden Blumenkohl nicht essen. Okay, sie ist wieder da. Mal gucken, ob wir hier jetzt nochmal... Nein, ich möchte nicht kämpfen. So. Weizen, Hohlenkarotte, Senfkohl, Mohnmuffin. Gut, die Aufgabe haben wir auch erledigt. Goldsäule. Warum braucht man eine Goldsäule? Suppe. Suppe-duppe. Kann man die schon irgendwo? Oh, haben wir Dünger raufgeschmissen?
Jupp. Ach, müsste jetzt halt vergessen, nach Günther zu gehen. Naja, gut, machen wir morgen früh. Was haben wir jetzt eigentlich? Haben wir jetzt was gekriegt? Achso, den Dünger haben wir gekriegt, stimmt. Ja. Ich muss das trinken. Hauptsache, ich gehe mit Kopfbedeckung und Sonnenbrille ins Bett. Ach Mann, ich kriege den Bullenkittel da hier drauf. So, Hafenstufe 10. Wähle einen Beruf. Handwerker? Handwerksware wie Wein, Käse, Öl etc. sind 40% mehr wert. Oh ja, das brauchen wir unbedingt. Oder 70%. Landwirt, alle Pflanzen wachsen 10% schneller. Oh, ist beides gut, aber 40% ist, glaube ich, schon eine Menge. Meinst du ja? Bin ich eigentlich auch der Meinung, oder? Ich nehme die 40%. Wir brauchen mehr Geld. Ja. Nächster Tag, nächstes Glück. Ja. Oh yeah, 15. Tag. Es ist wieder Poster. Ich würde gerne meinen Ehemann mit einem Geschenk überraschen. Es ist ein großer Fan von Lauch. Könntest du mir einbringen? Klar. Ihr könntet ja auch mal Pierre fragen. Ja, bestimmt Lauch. Dann müsste man ja erst einpflanzen. Wahrscheinlich. Das Bier ist fertig. Mhm. Oh, warte. Dann muss ich gleich noch mal kurz zur Günther. Wolltest du nicht endlich mal verkaufen? Ja. Ich mach noch mal eben die Tierchen noch. Ich bin gespannt, wie viel der dieses Mal bekommt. Penny hat gerade keine Milch. Penny ist erst eine kleine, eine große Ziege geworden, okay. Dann kann Penny noch keine Milch haben. Oh, ist Chichi groß? Chichi ist groß, soll ich sie verkaufen für 288 Gold? Verkauft Chichi und noch ein weißes Huhn. Noch ein weißes Huhn? Und die sind alle schon 4 Monate. Soll ich Schniepel verkaufen? Warum? Ausgerechnet Schniepel. Ja, Nippel kann ich auch verkaufen. Wir verkaufen. Wir verkaufen. Wir verkaufen Buben. Ja, verkauf sie. So. Jetzt fahre ich nur wieder weg. Achso, hast du schon? Mhm. Eier? Das sieht einfach hier rein. Wunderschön. So, dann fahre ich mal einen kurzen Schnitt zu Günther. Bring das dahin. Moin Pam. Was geht ab? Gut. Oh, ich glaube, wir müssen mal wieder sammeln gehen. Hier stauen sich schon die ganzen Blumen. Wollte ich jetzt dann? Ach, ich wollte zu Günther. Ab in die Stadt. So. Ich gehe jetzt die erste Runde verkaufen.
Mach mal. Ich bin gespannt wie Wolle. Günther, ich hab was. Ich hab einen Samen für dich. Oh. Kann eher nichts dafür, wenn das Ding so heißt. Was ist das? Uralter Samenrezept. Blaupause für uralten Samen. Können die immer noch wachsen? Da weiß ich nicht, du hast uns ja nicht die Chance gegeben, den reinzupacken. Doch, wir haben jetzt einen. Aber da steht nicht, wann man das fassen kann. Oh, ich kann mal kurz noch. Alter! 75.000. Das Ding ist völlig am Ausrasten da oben. Ab in den Steinbruch, Steinbruch. Und immer noch nicht wirklich was, was ich brauche. Und jetzt kommt Nummer 2. Ist ja schon. Ist noch eine dritte Fuhre oder was? Nein. Nur noch die zweite Fuhre. Oh, hier gibt es anscheinend wieder Beeren zu finden. Ich mach gerade das große Geld. Wir brauchen die Beeren. Lachsbeeren. Na, schaffen wir es noch auf 100? Nein. Oh, schade. Mit dieser Fuhre nicht. Lachsbeeren. Aber wer kann es schon von sich sagen oder so? Er hat im zweiten Jahr schon 90.000. Und fast alles ausgebessert schon. Nur wahrscheinlich voll viele. No. Ist das jetzt nicht ernsthaft da reingefallen? Doch. So. Nochmal wieder 3 Stück. Oh, ja. Nice. Uralte Samen. Samen. Ja, ich sammle erstmal noch. Ich muss gleich erstmal nach unten die Folienzwiebeln sowas holen und. Haufenweise Lachsbeeren, aber die muss ich ja sammeln, weil ich krieg da ja 3 Stück raus. Genau, du hast mehr. Ja. Und dann können wir daraus wieder Marmelade herstellen. Und Wein. So. Und am Morgen machen wir aus den Enteneiern auch Mayonnaise und aus den Ziegenkäse auch Ziege. Ja, ich habe heute schon das erste Ei mit drin. Das erste Entenei. Habe ich schon mit reingepackt. Wir haben aber schon 12 Stück wieder. Und die war noch nicht im Wald. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Lea? Oder was sagtest du vorhin? Wie heißt die Einsiedlerin? Lea, ja. Hm. Das sind auch immer welche. Na, machst du Fotos? Bitte nicht mich fotografieren. Ich bin ein Star. Ich mag keine Fotos von mir. Oh, du bist viel zu... Hm? Viel zu bescheiden. Wir haben in einem Jahr den ganzen Hof auf Vordermann gebracht. Ja. Hätte aber auch besser laufen können. Nö. Oh, Palmfossil. Super. Oh, sind sie nicht süß. Ach ja. Ja, meh. So, ich habe gleich meine Waldschuhe abgeschossen. Oh toll, ich habe Knochen gefunden. Oh. Historisches Schienbein. Toll. Ui. Um was Gescheck. Du.
Schädelhöhlen. Weißer Grün. 10 Stück Hartholz. Ja. Mann, kommt man nirgendwo durch. Weil immer irgendwas im Weg steht. Ach ja. Mit Inventar sollte ich wieder einpacken. Das ist es wohl. Okay, sie ist heute nicht da. Wir sind doch nur zwei. 60 Stück habe ich gerade eben gesammelt. Okay. Herr Jesus. Nein, da sind noch mehr. Können wir wieder 60 Marmeladen von machen. Ist eigentlich, wollte ich nachgucken, wie jetzt diese grüne Hasenpfote hier kriegen. Ja, keine Ahnung, wo man die Hasenpfote herkriegt. Das ist eine Menge. So. Günther, ein dicker stabiler Knochen. Das muss so genau so. Saat packe ich die mal hier mit rein, ne? Ah ne, muss er da ne. Ich weiß auch nicht, wie lange der braucht. Keine Ahnung. Ah ne, falsche Küsse. Wo kann man die drin anpflanzen und hoffen? Aber dafür müssen wir, glaube ich, erstmal diesen Blumenteil freischalten, ne? Für das Gewächshaus. Okay, also es gibt drei Möglichkeiten, wie wir die Hasenpfote kriegen. Okay. Erstens kriegen wir Hasenpfoten durch Hasen. Durch Hasen? Ja, die wir wahrscheinlich im Dingsenstall unterbringen. Ach so. Ah, okay. Ja, entweder im Hühnerstall oder eben halt im normalen Stall. Mhm. Also mit ganz viel Glück gewonnen wird. So, dann kann man sie im Reisewagen für 1695 bis 2825 kaufen. Also da, wo ich jedes Mal hinrenne. Aber sehr selten. Sehr, sehr selten. Okay. So. Und dann ist die 0,8%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir die von Giftschlangen aus der Schädelhöhle erlangen. Okay, also müssen wir in die Schädelhöhle. Es sei denn, du willst warten, bis wir einen Hasen haben. Ja, dann ist das unser nächstes Ziel. So, alles klar, Leute. Das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.